Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Hier auf YouTube gibt es den YouTube-Kanal Die Zuversicht mit dem Flo. Und in den letzten Jahren habe ich mindestens 2, 3 Videos von ihm auch auf meinem Kanal hochgeladen. Wenn man ihn verlinkt oder wenn man ihn erwähnt, ist das für ihn vollkommen in Ordnung. Da war das Thema Basenbad dabei. Da hat er etwas zur Geschichte des Basenbades vorgelesen. Sehr interessant. Ich werde euch das Video auch oben in den Infokarten verlinken. Dann habe ich noch was zur Industriekost, Lebensmittel und Wasser. Der Flo hat auch einen Telegram-Kanal und dort habe ich kürzlich sehr interessante Gesundheitstipps vom Professor Ivan Neumivakin gefunden und die möchte ich heute mit euch teilen. Einige dieser Gesundheitstipps befolge ich schon seit vielen Jahren und habe damit auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Über andere Gesundheitstipps lässt sich streiten. Jetzt gibt es die Top-Gesundheitstipps von Professor Ivan Neumivakin. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ich habe mir das extra nochmal von einer russischen Muttersprachlerin vorlesen lassen. Los geht's. Ein halbhungriges Leben und reichliches Trinken kann selbst die schrecklichsten Krankheiten heilen. Ivan Neumivakin glaubt, dass auch hoffnungslose Patienten immer eine Chance auf Heilung haben. Krebs und AIDS sind schmerzhafte Zustände des Körpers, die durch falsche Lebensweise, Wassermangel und verschiedene Arten von Essstörungen verursacht werden. Kaffee, Tee, Mineralwasser, Kompott, diese Getränke tragen zur Verschlackung der Körperzellen bei. Für die Genesung des ganzen Körpers ist es notwendig, reines Wasser ohne Zusätze zu trinken, mindestens 2 Liter pro Tag. Wasser ist das reinste Elektrolyt, die Energie, die die Mitochondrien zur aktiven Arbeit zwingt. Die Ursache jeder Krankheit ist ein Wassermangel im Körper. Nach einer Mahlzeit darf man nicht trinken. Man sollte den Mund nur mit Wasser ausspülen. Magensaft sollte nicht mit anderen Flüssigkeiten verdünnt werden. Wenn man die Gewohnheit ablegt, direkt nach einer Mahlzeit Wasser, Tee oder Kaffee zu trinken, verbessern sich die Verdauungsprozesse und der Körper nimmt mehr Nährstoffe auf. Es lohnt sich, 10 bis 15 Minuten vor dem Essen Wasser zu trinken, 1 bis 2 Gläser. Dieses Verfahren fördert die Verdünnung des Blutes und verringert die Belastung des Herz-Kreislauf-Systems. Achten Sie darauf, Wasser auf nüchternen Magen zu trinken. Dies ist das Gesetz. Die Nichtbeachtung dieses Gesetzes kann Sie Ihre Gesundheit kosten. Sie sollten keine Nahrung zu sich nehmen, wenn Sie keine Lust dazu haben. Der menschliche Körper ist ein intelligentes System, das in seinem Rhythmus arbeitet und Sie sollten auf keinen Fall eingreifen. Es ist wichtig, nicht abgekochtes Wasser zu trinken, sondern Wasser. Es ist notwendig, Leitungswasser zum Absetzen zu bringen, zum Beispiel abends. Davon dann 2 Drittel morgens mit frischem Wasser zusammenfügen und aufwärmen, bis kleine Bläschen an der Oberfläche erscheinen. Nur ein solches Wasser behandelt alle Krankheiten und ermöglicht es der Zelle, sich mit lebensspendender Flüssigkeit zu füllen. Man sollte versuchen, nach 19 Uhr nichts mehr zu essen. Das ist das Gesetz der Gesundheit. Das Verdauungssystem muss sich vollständig ausruhen. Du hast deinen Nächsten Böses angetan, das heißt, du hast es vor allem dir selbst angetan. Um gesund zu sein, lohnt es sich, nicht nur auf den physischen Aspekt deines Daseins zu achten, sondern auch auf den geistigen. Eine ungesunde, verdorbene Seele ist die Ursache von Körperkrankheiten. Zu einigen Gesundheitstipps, die ich schon länger in mein Leben integriert habe, möchte ich noch etwas sagen. Er spricht ja unter Tipp 1 an, ein halbhungriges Leben und reichliches Trinken. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe noch so vor 20, 25 Jahren 5 Mahlzeiten gegessen und jetzt esse ich nur noch eine Mahlzeit und die ist sehr nährstoffreich, aber energiearm. Früher habe ich eher sehr dicht gegessen und viel mehr Kalorien und über die Jahre, da war auch Fasten, Entgiftung, Darmreinigung dabei, bin ich irgendwann bei einer Mahlzeit gelandet und viele sagen, na, du isst viel zu wenig, wie kann das gehen? Aber mein Körper hat sich über die Jahre darauf eingestellt. Es ist wirklich möglich, mit viel weniger Nahrung auszukommen. Und gerade wenn man dann die Ernährung umstellt oder auch wenn man dichter isst, ist es wichtig, wirklich reichlich zu trinken. Ich esse vorwiegend wasserhaltig. Da muss man natürlich nicht so viel trinken. Ich hatte auch mal zu dieser Trinkmenge mit dem Henry ein Video gemacht. Ich glaube, warum wir nicht mehr so viel Wasser trinken. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war. Werde ich euch auf alle Fälle oben auch verlinken. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Körper schon in einer gewissen Weise entgiftet ist und wenn man generell wasserhaltiger und nährstoffreich ist. Unter Punkt 3 spricht er an, dass der Magensaft nicht verdünnt werden darf. Also man sollte nicht nach einer Mahlzeit trinken. Da ich sowieso schon seit langer Zeit sehr wasserhaltig und sehr einfach esse, habe ich auch gar nicht mehr das Bedürfnis zur Mahlzeit
oder nach den Mahlzeiten zu essen. Wenn man natürlich sehr dicht ist und sehr gewürzt ist, dann bekommt man natürlich auch ein Durstgefühl. Und es ist ja eigentlich schon weit verbreitet, dass man zum Essen auch Getränke reicht, also dass die Menschen beim Essen auch trinken. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal zu einer Mahlzeit oder nach einer Mahlzeit getrunken habe. Das ist wirklich schon lange, lange her. Und es ist auch nicht so, dass ich mich dazu zwinge, nicht zu einer Mahlzeit zu trinken oder nach einer Mahlzeit mir das Trinken verbietet. Es ist einfach bei mir schon seit langer, langer Zeit schlichtweg nicht mehr nötig, weil ich eben, wie schon erwähnt, eher wasserhaltiger, nährstoffreicher esse. Und ich vermeide dichte Kost, ich vermeide zu gewürzte Kost. Wenn man natürlich sehr dicht ist, auch viele dichte Mahlzeiten am Tag und stark gewürzt isst, also auch Fertigprodukte isst, dann ist natürlich der Bedarf, während des Essens zu trinken oder nach dem Essen zu trinken, viel, viel größer. Punkt 6 ist auch ein wichtiger Tipp, dem Körper keine Nahrung zuzuführen, wenn man keine Lust drauf hat, beziehungsweise wenn man keinen Hunger hat. Das ist wirklich auch eine interessante Entwicklung bei mir in den letzten 20, 25 Jahren gewesen, von 5 dichten Mahlzeiten auf eine eher leichte Mahlzeit mit viel Grün, und das funktioniert, das ist möglich, wenn man sich bewusst ist, dass es noch andere Quellen gibt, die uns nähren. Aber das ist ein langer Prozess und da spielt auch immer, das kann ich immer nur wiederholen, Darmreinigung, Entgiften und Fasten mit rein. Und dann ist es möglich, dass der Körper auch aus weniger Nahrung alles herausziehen kann, was er benötigt. Punkt 8 ist auch ein wichtiger Gesundheitstipp: nach 19 Uhr nichts mehr essen, am besten vor 18 Uhr. Das klappt bei mir nicht immer, gerade wenn ich Besuch habe, wenn ich unterwegs bin, gerade im Sommer, wenn wir dann länger draußen unterwegs sind, dann kann es schon mal sein, dass wir dann auch 19, 20 Uhr erst essen, aber dann passe ich meine Schlafenszeit an und gehe dann erst 3-4 Stunden später zur Ruhe. Aber ich habe mir auch vorgenommen, jetzt in den nächsten Monaten wirklich meine Mahlzeit so auf 17, 18 Uhr vorzulegen oder zu schauen, dass ich das einhalten kann, und wenn es eben später wird, wenn ich noch unterwegs bin oder durch andere Dinge abgelenkt bin, dass ich mir dann einfach, wenn es später wird, einen frischen Saft presse. Der 9. Gesundheitstipp spricht mit das Wichtigste an. Wir sind ja nicht nur Körper, wir sind ja Körper, Geist und Seele. Und für eine ganzheitliche Gesundung ist es natürlich wichtig zu schauen, was auf allen drei Ebenen passiert und wie man diese drei Ebenen positiv beeinflussen kann, um wirklich ganzheitlich gesund zu sein. Unter Punkt 7 spricht der Leitungswasser an, dass man das vor dem Trinken zum Absetzen bringen lassen soll. Also ich würde heute niemandem mehr empfehlen, einfach so Leitungswasser zu trinken. Ich würde schon empfehlen, das Leitungswasser zu filtern. Es gibt ja verschiedene Filtersysteme, Osmoseanlage, Ionisierer, Aktivkohlefilter. Wir haben zum Beispiel in der Küche am Wasserhahn einen Aktivkohlefilter, das nehme ich vor allem für meine Sprossen- und Grünkrautzucht oder zum Kochen oder zum Dämpfen. Und dann haben wir noch ein Auftischgerät, eine Osmoseanlage. Das Wasser trinken wir bevorzugt und damit fahren wir auch ganz gut. Das Leitungswasser wird zwar geprüft, aber die Werte für Schadstoffe werden auch immer mehr angehoben. Da gibt es auch verschiedene Untersuchungen dazu. Bei uns riecht zum Beispiel das Wasser schon seit einiger Zeit hin und wieder verstärkt nach Chlor. Und wenn wir das dann eben filtern, dann ist das Wasser frei von diesem Geruch. Also ich würde euch wirklich empfehlen, für eure Gesundheit Leitungswasser zu filtern. Oder ihr habt sogar irgendwo eine Quelle. Das ist noch am besten, wenn ihr euch irgendwo Quellwasser besorgen könnt oder eben hochwertiges Mineralwasser aus Glasflaschen. Das waren die Top 9 der besten Gesundheitstipps von Professor Ivan Neumiviakin. Mich würde jetzt natürlich interessieren, was ihr von diesen Gesundheitstipps haltet, was ihr selber umsetzt und welche Tipps ihr eher fragwürdig halten würdet. Ich freue mich über regen Austausch unter diesem Video. Wünsche euch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.